Rewe wird bis Ende 2020 bundesweit Bio-Obst und Biogemüse weitestgehend ohne Verpackung oder mit verbesserter Verpackung anbieten. Erwartet wird hierdurch eine Verpackungseinsparung von 290.000 Kilo pro Jahr. Wir haben bei Obst und Gemüse ja insgesamt immer wieder Nachfragen, was die Verpackung betrifft und bei Bio insbesondere. Und wir haben über das letzte Jahr in der Region Südwest in 640 Märkten ausprobiert mit allen Produkten, was passiert eigentlich, wenn wir die auspacken. Ja, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel der Paprika. Ich glaube, jeder kennt ihn so und heute sieht er ganz banal so aus. Man würde meinen, ja logisch, aber wir hatten in der Tat in der Vergangenheit sehr viele Abschriften, wenn wir die Ware nicht eingepackt haben. Wir haben jetzt in der Supply Chain ein paar Anpassungen durchgeführt und wir haben auch den Märkten empfohlen, die Ware eben nicht mehr morgens komplett aufzubauen, sondern in mehreren Etappen aus den doch kühleren Räumen hinten zu holen. Reduktion von Verpackungsmüll und Vermeidung von Food Waste sind der Rewe Group ein großes Anliegen. Verpackung hat einiges an Funktionen. Das eine ist, wie zum Beispiel hier am Beispiel des Brokkolis, es schützt die Ware vom Verderb. Wenn Sie Brokkoli ohne Folie haben, wird er sehr schnell gelb, unansehnlich und dann wird er nicht mehr gekauft und wird somit automatisch weggeschmissen. Das wollen wir natürlich nicht. Das zweite ist Transporthilfsmittel. Wie wollen Sie zum Beispiel diesen Sprossenmix nach Hause bringen, wenn der nicht in irgendeiner Verpackung ist? Und eine Pappverpackung würde beim Sprossenmix so viel Feuchtigkeit entziehen und wenn der offen wäre, wäre die Ware auch im Handumdrehen einfach so trocken, dass es keiner mehr kaufen würde. Dementsprechend, es schützt auch die Ware. Und zum Beispiel bei dem Apfel, den bieten wir lose genauso an wie auch verpackt. Denn wenn Sie mehrere Äpfel kaufen, wollen Sie die ja auch irgendwie nach Hause kriegen. Und mehrere Äpfel einfach so in der Einkaufstüte, da haben Sie doch sehr oft schon beschädigte Ware. Und dementsprechend bieten wir hier bei den Äpfeln ein Baumwollnetz an. Darüber hinaus gibt es Rahmenbedingungen für Verpackungen, die Rewe nicht beeinflussen kann. Wenn ich zum Beispiel einen Bio-Kürbis nehme, ich könnte natürlich meinen 9 verschiedenen Erzeugern, die quer durch Deutschland regional sitzen, sagen, kauft euch eine Lasermaschine. Aber wenn die das tun würden, haben die ein hohes Investment für eine kurze Saison. Das macht einfach keinen Sinn. Und so sind wir bei vielen Sachen auch dort in einer Abwägung, wie so oft. Wollen wir ein Investment tätigen, wenn wir nicht glauben, dass diese Verpackung in 3 Jahren oder in 2 Jahren noch die sinnvolle Lösung ist, weil auch das ist eine Ressourcenverschwendung. Ich bin ganz sicher, dass unser Regal heute schon relativ gut aussieht, aber wenn Sie schauen, es ist immer noch relativ viel Plastik, aber auch viel Verpackung drin. Ich bin ganz sicher, dass wir schon in 2 oder 3 Jahren ein ganz anderes Abteilungsbild haben werden und dementsprechend arbeiten wir jeden Tag weiter, gehen jeder neuen Idee hinterher. Wir sind am Beginn einer sehr langen Reise. Vermeiden, verringern, verbessern. Schon mehr als 1200 Eigenmarkenverpackungen hat Rewe sukzessive umweltfreundlicher gestaltet. Durch die Maßnahmen werden jährlich schon jetzt rund 6000 Tonnen weniger Kunststoffe verbraucht.